Korpus ist fertig und damit herzlich willkommen zum Aufbauvideo des Klaviers aus dem Nintendo Labo Multiset. Ja, es war eine super entspannende Erfahrung, das hier aufzubauen. Ihr seht ja schon ungefähr das Schema. Man bricht immer diese Pappen da raus, drückt dann ein bisschen auf der Switch rum und weiß eben ganz genau, was man tun muss. Und das ist, glaube ich, auch die allergrößte Errungenschaft von Nintendo. Eine Anleitung so zu gestalten, ist einfach nur der absolute Hammer. Also ich wünsche mir wirklich, dass jede Anleitung für irgendeinen Aufbau von einem Möbelstück oder sowas genau mit so einer App kommt und genau in dem Stil arbeitet wie Nintendo Labo. Das ist der Hammer. Das verstehen Erwachsene, das verstehen Kinder, das versteht tatsächlich jeder. Ich habe nicht einen einzigen Fehler gemacht oder musste einmal irgendwie wieder einen Schritt zurück, um nochmal was von neu zu machen, einfach weil das so perfekt funktioniert hat. Ja, im Hintergrund seht ihr, wie ich gerade die Tasten baue. Das war vielleicht das Einzige, was ich zu bemäkeln habe, weil das sehr repetitiv war. Also man musste sehr viele Tasten bauen. Ich glaube 5 schwarze und es waren, glaube ich, 8 weiße, in Anführungsstrichen, Tasten. Da musste man quasi immer dasselbe machen, auch wenn die Tasten leicht unterschiedlich waren. Beim ersten war es spannend, beim zweiten auch, aber beim dritten und vierten war es dann halt Arbeit, ne? Aber man hat sich dann immer wieder gefreut, so Teilerfolge sich anzuschauen. Hier teste ich gerade die schwarzen Tasten. Hier fange ich an, die weißen Tasten zu bauen. Und irgendwie hat man auch immer ja so den Drang, gleich ist es fertig, gleich habe ich was erschaffen, und das macht, glaube ich, am allermeisten Spaß. Ja, wenn ich mich in meinem hohen Alter da schon super für begeister, wie muss das in einem Kindskopf sein, ja, dass der dann sagt, ey, ich baue hier gerade mein eigenes Klavier. Und das funktioniert dann sogar auch. Man schiebt dann die Tasten da rein, drückt drauf und sieht, ah, da passiert irgendwas. Und gleich, wenn ich meine Switch da oben reinlege, dann kommen da sogar Töne raus. Ja? Hier musste man so eine Spezialtaste machen, damit das Ganze auch von den Proportionen dann hinten in das Gehäuse passt. Hier führe ich sie gerade ein, die schmale Geschichte. Das kennt man. So. Und hier wird eben ausprobiert. Funktioniert das alles? Ja, ein bisschen Troubleshooting und so weiter. Und ja, das hat einfach nur Spaß gemacht. Hier teste ich und sage, ah, guck mal, da klemmt was. Da habe ich, glaube ich, nicht richtig geknickt. Ne? Also hier spürt man einfach, okay, da funktioniert was nicht. Man baut das dann raus, guckt sich das an und erkennt eben auch schon relativ schnell den Fehler und baut es dann eben anders. Und siehe da, man probiert aus und zack, es funktioniert. Ja, und das sind so die Erfolgserlebnisse, die mir Spaß gemacht haben und die mit Sicherheit auch den ganz Kleinen Spaß machen werden. Hier gibt es jetzt eine kleine Location-Wechsel. Ja, ich habe jetzt hier die komplette Tastatur, nennen wir das beim Klaviertastatur, keine Ahnung, auf jeden Fall fertiggestellt. Und jetzt habe ich hier den Halter für die Switch selber gebaut. Da fehlt mir leider das Videomaterial, aber war nicht sonderlich anders, als was ihr bis jetzt gesehen habt. Da sind dann oben so Knöpfe drauf, womit man diverse Funktionen triggern kann. Und das funktioniert halt alles tatsächlich mit Pappe und diesen reflektierenden Aufklebern, die man hier und da aufkleben muss. Ne? Also der Joy-Con tastet das mit Infrarot ab und checkt dann, okay, hier ist eine Bewegung drin und genau an dieser Position ist die Bewegung, also muss ich jetzt einen Ton von mir geben oder halt irgendwas machen oder eine Funktion ausführen. Und das ist schon echt ausgeklügelt. Ja, hier werden die geheimen Schalter gebaut, ja, so werden sie zumindest da genannt. Das sind Schalter, die man dann oben in das Klavier reinstecken kann, um dann die Töne zu ändern, aber auch um Echo hinzuzufügen und den Klang damit ein wenig zu verändern. Hier seht ihr, wie ich diese klitzekleinen Aufkleber da drauf klebe. Die sind dazu da, damit, wenn ich die Schalter drehe, das Klavier auch weiß, okay, da dreht gerade jemand, also muss ich die Funktion in der Switch ändern. Das ist ein bisschen Fizzle-Arbeit, aber man fühlt sich schon sehr präzise in dem, was man da tut. Und das Geile ist, es funktioniert halt. Ne? Also hier drehe ich und gucke und ja, das sieht ganz gut aus. So müsste das funktionieren. Und das Schöne war, es gab keinen frustrierenden Moment, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich was falsch gemacht. Hier diese ganz kleinen Dinger da aufkleben und so weiter und die langen, breiten Streifen. Vielleicht wäre es noch ein kleiner Kritikpunkt, dass Nintendo keine Ersatzaufkleber mit beigepackt hat. Also sobald vielleicht ein jüngerer Mensch sich da vertut oder so ein Aufkleber verliert, da steht man leider sehr doof da und weiß dann erstmal nicht, was man machen muss. Da kann man sich wahrscheinlich irgendwo in einem Bastelmarkt irgendwelche anderen reflektierenden Aufkleber suchen. Ja, hier probiere ich die geheimen Schalter aus, passen alle rein, sehen alle anders aus, müssen dann auch anders funktionieren. Ja, wie die genau funktionieren, das schauen wir uns jetzt gleich live an. Das spreche ich ja jetzt hier als Voice-Over. Ja, ich bin hier fertig und wir switchen gleich auf den Unboxing-Tisch und gucken mal, wie sich das Teil in der Praxis schlägt.
Und so sieht das Ganze live aus. Ja, ich bin sehr, sehr stolz auf mein Werk. Ihr seht, wie auch schon im Aufbauvideo, haben wir hier hinten den Joy-Con-Controller drin. Dann haben wir hier oben diese geheimen Schalter, die man hier oben einlegen kann. Und hier natürlich die Tastatur. Das funktioniert auch alles. Wir gehen mal hier in Klavier rein. Ja, und es ist wirklich erstaunlich, wie präzise das funktioniert. Achtet mal, ich drücke mal alle gleichzeitig und... funktioniert. Die kann ich hier oben auch drehen, achtet mal. Also der reagiert genauso, wie ich den hier drehe, weil ich ja hier, das habt ihr gesehen, diese ganzen Aufkleber hier aufgeklebt habe. Ne? Und der Infrarotblaster von dem Joy-Con, der erkennt, dass hier jetzt zum Beispiel 1 und 2 ist. Die haben hier zum Beispiel ein anderes Muster, die anderen Schalter, seht ihr das? Und deswegen erkennt er halt, welches Ding da gerade eingesteckt ist. Und ja, wenn ich es drehe, dann werden diese kleinen Aufkleber abgefragt und deswegen kann er dann so ein bisschen Reverb und so, also Echo damit reinbringen. Das ist schon extrem ausgeklügelt. Also wir können jetzt hier zum Beispiel den hier, das ist dann vibriert der Joy-Con, reinpacken. Der erkennt den hier sofort. Wenn ich den drehe, erkennt er das auch hier super. Und wenn ich dann drücke, das hört er jetzt kaum. Das ist einfach nur die Vibration. Das ist so der Dümmste, wenn man den rausmacht. Dann hat man nur ganz normales Piano. Ich kann natürlich auch ein bisschen Piano spielen. Das funktioniert auch wirklich tadellos. Ne? Und so weiter. Also man kann das hier ganz normal machen. Ich habe hier oben auch noch Knöpfe drauf. Da kann ich mir dann was vorspielen lassen und das dann nachspielen. Ich drücke mal hier mal drauf. Ah, okay. Siehst du, da zeigt er mit. Aber eine andere Spielweise von Happy Birthday. Ja, weil ich wäre hier mit meinen Tasten nicht weitergekommen, weil mir hier die Tasten fehlen. Ne? Ist halt kein vollständiges Keyboard. Ne? Ach. Was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, ist der, wie nennt man das hier, dieser Wiggle hier. Den habe ich ja mit dem Gummi, habt ihr im Video gesehen, gemacht. Und wenn ich jetzt hier drücke, dann kann ich hier quasi hoch und runter und hört mal. Ist das geil oder ist das geil? Achtung. Dort werde ich dann hier, das war der Vibrator, dann habe ich hier die Nummer 1, packen wir die mal rein. Das ist die Katze. Ja, also irgendwelche miauenden Katzen. Also es funktioniert echt erstaunlich gut. Was man noch machen kann, das habe ich aber bisher noch nicht so ganz gecheckt, man kann hier oben so Karten reinpacken, ja, und die sind dann so gelocht und dann drückt man hier drauf und dann scannt er die Karte. Das ist irgendwie was mit diesem Studio oder so, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, das muss ich mir nochmal später angucken. Was bei dem hier funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, da kommt so eine Welle runter. Ich kann es euch gar nicht genau sagen, was der da macht. Aufnahme oder sowas? Kann sein. Ich habe mich da noch nicht großartig mit beschäftigt, aber auf jeden Fall ist das Ding halt super funktional. Ne? Hier die Tasten. Funktioniert halt ganz simpel. Ich kann die Tasten hier auch rausnehmen. Man hat hier hinten ja diese Reflexionsaufkleber drauf. Ne? Und die erkennt der Joy-Con halt, wenn die nach oben gedrückt werden. Das ist jetzt der, es reflektiert zurück und bam, spielt er halt den entsprechenden Ton. Ne? Hier. Erstaunlich gut, ja. Das war die 1, wie gesagt. Dann haben wir hier die 3. Das ist, glaube ich, irgend so ein Professor oder sowas. Achtet mal. Wo ist er? Erstaunlich gut. Es funktioniert einfach, ja. Also hier kann man so ein bisschen Reverb mit reinmachen. So ein Echo, ne, ihr hört's. Ich bin hin und weg. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, hat mir natürlich der Aufbauprozess deutlich besser gefallen als das, was ich jetzt habe, weil das mache ich, wenn ich ehrlich bin, 5 Minuten und dann bin ich durch damit, dann habe ich es gesehen. Ne? Kinder werden da wahrscheinlich länger mit Spaß haben, weil die halt probieren und da gibt es auch so ein Studio und so weiter. Ich kann euch das mal zeigen. Ja, und da beschäftigt man sich dann halt mit. Aber das war echt eine Entspannungskur, das Ganze hier zusammenzubauen. Also,
habe auch nicht umsonst am Anfang dieses Klavierstück gewählt, weil das so ein bisschen so die Feelings und die Vibes waren, die da in mir hochgekommen sind, als ich das zusammengebaut habe. Das war so ungefähr, ich habe immer die Kamera ausrichten müssen, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Aber mit Sicherheit so insgesamt bei mir so 3-3,5 Stunden hat das gedauert. Und das ist ganz krass. So, man kann den anderen Joy-Con verwenden, indem man so einen Dirigentenstab dann irgendwie dann noch verwendet. Und hier, das ist das Studio. Da kann man dann auch Sachen aufnehmen und so weiter. Ich habe keine Ahnung, was man genau damit machen kann hier, aber ja, das müsste man sich dann nochmal in aller Ruhe durchschauen. Aber man hat sich damit mit dem Bauen 3 Stunden beschäftigt und mit Sicherheit, wenn man da Interesse dran hat, kann man sich auch nochmal mit dem Ding ein paar Stunden beschäftigen. Viele haben 65€ mit zu teuer bemäkelt. Das war eins. Da haben wir noch ein Motorrad und den ganzen anderen Kladderadsch mit Angelrute und so weiter und so fort. Also ich glaube, insgesamt die Bauzeit und die Zeit, womit man sich dann letztendlich damit beschäftigt, ist weit über 20 Stunden. Und das ist ja jetzt nichts großartig anders als ein anderer Vollpreistitel. Nur, dass man hier andere Dinge macht. Und das ist ja auch der Hintergrund, glaube ich, von Nintendo, dass das halt wirklich ein förderndes und pädagogisch wertvolles Spielzeug ist. Ne? Weil wenn entweder ein Kind alleine mit, weiß nicht, würden wir sagen, so ab 10 oder so kriegt ein Kind das ganz, ganz locker hin. Ja, ansonsten, wenn es kleinere Kinder sind, keine Ahnung, so 5, 6, 7 oder sowas, auf jeden Fall mit den Eltern zusammen ist halt eine mega Beschäftigung. Ne? Also das ist viel, viel cooler als, weiß ich nicht, nur irgendwas aus irgendeinem Buch vorlesen oder so. Hier kann man aktiv werden, Zusammenhänge feststellen, wie funktionieren Dinge und so weiter. Und das finde ich halt mega faszinierend und deswegen gefällt mir die Idee auch so. Ne? Das ist auch alles relativ robust, ne? Und funktioniert eben genauso, wie es soll. Ja, also es geht nicht sofort kaputt, ist natürlich nicht aus Stahl, sondern eben immer noch aus Pappe, aber ganz nett gemacht. Ja, ja, das war das Klavier Nintendo Labo. Bin mal gespannt, vielleicht bauen wir noch was anderes auf. Ich weiß es nicht genau. Ja, ich wünsche euch was. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr Bock habt. Daumen hoch, Daumen runter, wie ihr wollt. Ich drücke da mal drauf, ich muss wieder aufs Klavier gehen. Wie ihr wollt. Aber den Professor, den mag ich nicht so. Ich mag eher hier den, wo sind meine Katzen? Die mag ich am allerliebsten. Warte. Ja, die sind geil. Warte mal ein bisschen lauter. Warte, irgendwo ist dieser Mimi-Klang, warte. Mimi. Oh Gott. Was Kacke, hätte ich beinahe gesagt. Nein, aber man kann, wenn man will, sich schon sehr lange damit beschäftigen. Ich glaube, ich will das nächste bauen. Das Bauen macht mir auf jeden Fall mehr Spaß. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, ihr müsst jetzt den Channel abonnieren. Das habe ich euch gerade ans Herz gelegt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne Feedback auch unten in die Kommentare. Ich lese und kommentiere gerne fleißig mit. So, ich bin draußen. Das nächste Mal gibt es wieder ein Review. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht zu was. Muss ich mal gucken. Alles klar. Haut rein. Bis dann. Peace.